VGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zum Rennsonntag Project Cars in Dubai GT4 mit Andy, Nick, Lumpi und mir. Hallöchen. Ich hab Angst. Hallo. Hallo. Oh, gar nicht aus dem Knick gekommen. Wow. Also wir hoffen, Andy hat jetzt in der 5-Minuten-Pause hat Andy so eine dicke Lippe riskiert. Ich hoffe einfach nur, dass der sich selbst abschießt. Ohne dass einer was dafür tun muss. So direkt letzter werden. Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Oh, Lumpi! Kommt ja mit Vollgas vorbeigeschossen. Okay, das Rennen ist für den Arsch. Da war eine Kurve. Boah, zum Glück habe ich noch nicht eingeschlagen gehabt, sonst hätte sie mich voll mitgenommen. Ist nämlich haarscharf an mir vorbeigeheizt. Scheiße. Ja, Mario ist ja heute überhaupt nicht schlusslicht. Boah, was sich das hier knubbelt! Knubbelt? Ja, das knubbelt! Ja, warte mal ein paar Runden, dann war es das wieder mit Knubbeln. So, schade, dass Lumpi jetzt an mir vorbeigeschossen hat. Oh, Lumpi! Fahr vorbei, fahr vorbei, fahr vorbei! Ich hätte ja jetzt gerne das Duell gehabt. Na, warte doch mal. Ja, genau, wir kommen ja noch. Also ja, zumindest... Gut, ja, kommt jetzt ganz drauf an, wie wir Zeiten fahren, so. Oh! Den Start so verkackt hab. Ja, du hast halt irgendwie ein bisschen spät gebremst. Bisschen spät ist gut. Holla, die Wolfie, ey. Oh, die KI, die fährt aber auch wieder ganz schön hart. Ja. Alter! Boah, überdreht! Wo ist Lumpi? 12. 11. Oh, okay. Ah, komm schon! Alter! Und Andi, erster? Zweiter, hinter Nick. Oh, Lumpi, da musst du doch was gegen tun können. Ey, scheiß KI, weg da! Nick hat's da vorne gut. Oh, der Discord leckt ein bisschen, kann das sein? Ja. Discord oder ein uns? Ich glaube der. Ja, war Discord. Nee, war der Discord, ja. Ihr habt ja gerade alle so richtig. Ja, hoch. Ja, wir haben alle geleckt.
Ja, ich hatte kurz die Sorge, ich würde jetzt halt gerade hier abkacken. Nee, nee. Oh. Das kann ich irgendwie überhaupt nicht mehr hier benutzen. Alter, da hat die KI mich berührt und ich bin an zwei Leuten vorbeigedriftet in der Kurve, ey. Das war jetzt aber Glück, dass ich den Wagen abfangen konnte. Der Sektor war schlecht. Aber ich bin gerade schon wieder eine 292 gefahren, trotz vollen Tanks. Alter, fahr weg mit deinem Schlitten! Och Mann! Na, die Kurve war jetzt ein bisschen Mist. So, wieder ein Schuhkarton. Ne, 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 ne. Wir sollten mal den Dings hier, den Stuart Bescheid sagen. Irgendwas stimmt mit Andi seinem Auto nicht. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, der Andi könnten fährt... Könnten den mal im Park Fermé, könnten die den mal kontrollieren? Ja, ich habe das Gefühl, der Andi fährt gechippt oder so, weißt du? Ja, ja. Das glaube ich nämlich langsam bei Andi auch. Der fährt 100 pro gechippt. Klar. Ich fahre immer noch meine 2-11er-Zeiten. Oh, Platz 9. Oh, oh, oh. Jetzt komm schon. Jetzt hat meine Frau mir hier einen Muffin hingestellt. Jetzt war ich abgelenkt. Naja, wenigstens werde ich auf Strecke. Nein, nein. Du lässt mir meinen Platz 9. Du Arsch mit Ohren. Ja, keep pushing auf Platz 1. Nee, ist klar. Hallo. Von wegen Platz 1. So, ich kürze mal ein bisschen ab, um das Feld ein bisschen hinter mir aufzusprengen. Die schieben total gerne. Oder hat der dir gesagt, dass du, ich soll pushen. Ja, das bringt nichts. Hoffe ich. Ja, jetzt sagt eine Boxenkuh, du sollst mal langsamer machen. Nee, nee. Selbst wenn, die Boxenkuh kann mich machen. Ja, die sagen jetzt, lass ihn vorbei, er fährt schneller als du. Ja. Mit Sicherheit nicht. Scheiße, gedreht. Also, was heißt gedreht? Quersteher gehabt, und zwar einen ordentlichen. Mann, dabei war der erste Sektor, glaube ich, über eine halbe Sekunde besser. Na! 2-10er-Zeit, hey! Ja, scheiße, berührt, Mist. Nein! Alter, lass das sein! Oh, du Billo! Ja, Platz 12. Also wenn du mitten im Feld bist, hast du echt schlechte Karten hier. Das sind aber schöne Kurven bei... Davon mitten im Feld kann ich nicht sagen. Kann ich nicht reden, also...
Das Ding ist halt, zum Zuschauen ist das wahrscheinlich wieder weniger spannend, aber für mich selber ist das gerade hier total. Ja, ja, Orgasmus, ne? Weil ich will, ja, der Sound ist auch geil. Aber, nee, ich will halt einfach mehr Abstand aufbauen auf dich. Na, die spannenden Kämpfe, die gibt's im Moment tatsächlich bei mir. Komm, ich will meinen Platz wieder haben, hau ab da. Naja, Andi und ich haben quasi einen Fernkampf. Vom Lumpi hörst du ja nichts mehr, hochkonzentriert. Der Lumpi ist jetzt konzentriert. Lumpi drückt sich jetzt vor, der gibt sich das nicht, dass du vor ihm bist. Der Lumpi, der Lumpi dürfte jetzt auf der 4 sein. 7. Alter! Oh, Junge, diese Schieberei hier hinten, ne? Der Reiskocher hat aber auch keine Power unterm Eimer. Ja, ist halt ein Reiskocher. Ja, hast du schon mal einen Reiskocher auf der Rennstrecke gesehen? Ja. Fahr grad ein. So, wurde zwar nicht gezählt die zweite, aber war irgendwas mit 2,8. Zwei Zehn. Ich fahre im Schnitt 2,10, 2,11. Wow. Hat ein bisschen in Schlittern gekommen. Schlittern ist gut, warte, ich komme. Ah, shit. Verkackt. Das war jetzt nicht so schön. Lumpi ist gerade im Kurvenabschnitt. Nein! Dieses Nein klingt eindeutig nach Nick hat sich gedreht. Ja. Ja, hat er. Und das hat auch ordentlich Gummi gekostet. Und damit ist Andi vorbei. Nein, noch nicht. Aber ich bin wieder dran. Ich hatte 9 Sekunden. Ah ja, gut. Alter, aber die Reifen, ich fahre dann nachher auf Felge am Ende. Habe ich nichts gegen. Doch, Andi, nicht immer so viel Hoffnung, Mensch. Der will nur, dass ich aggressiver fahre. Andi, du machst noch Fehler, glaub mir. Ich mach konzentrierte Arbeit hier. Ich kenn dich, du wirst irgendwann übermütig. Nein! Doch! Ich fahr zu sanft. Oh! Nein! Ja, ich habe aber auch einen dämlichen Fehler gemacht. Bitte 2,10, 2,11. Kann ich gut mit leben. Alter, das kostet Gummi. Oha. Was hast du denn gemacht? Ich hab mich selber, mein Heck hat mich rausgedrückt, aber frag nicht nach Sonnenschein. Ja, hab ich jetzt gerade auch gehabt eben. Eine Kurve vor Start und Ziel. Wow! Ach, scheiße! Ich glaube, ich habe meinen Lenker noch nie so festgehalten. Oh, Körb. Hilfe. Komm, geh weg da! Platz 9 und ich, wir streiten uns. Nein! Jetzt bezahle ich, jetzt kriege ich die Quittung.
Na! Nein! Ich kann es aber auch nicht sein lassen, ey. Ja, Mario, lass das doch mal sein. Vielen Dank für den guten Tipp. Immer wieder gerne, ne? Ja. Ja, hier ist nichts mehr zu holen. Welcher Platz bist du? Siebter. Das ist ein Rennen zum Vergessen. So, 291. 210. Keep pushing! Pushing, pushing! Machen wir nächstes Mal besser. Oh, fahr doch weg mit deiner scheiß Mühle! Nein! 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 Oh, mach ich jetzt so. Komm hier mal so sauweit raus. Alter, ich werd hier durchgereicht wie ein Wanderpokal teilweise. Dem Curve gekommen. Ja, die Curves hier sind brutal. Sehr gut. Lumpi, es gibt Hoffnung. Andi fängt an, Fehler zu machen. Ich hab doch gesagt, wenn Andi sich zu sicher fühlt, macht er Fehler. Ich kenne den Mann lang genug. Besonders wenn es dann kurz vor Schluss geht, dann wird es bei Andi nochmal richtig heiß. Ja, wo wir richtig heiß sind, mir ist wahrscheinlich nachher auch wieder warm, wenn wir hier mit dem Rennen durch sind. 286. Andi, wo bist du? Ich bin jetzt auf 3. Direkt hinter dem Affen. Wir fahren hier die ganze Zeit im Zweierpult. Ja, der fährt dir wahrscheinlich weg. Du hast ihn wahrscheinlich aufgehalten. Nee, der fährt mir nicht weg. Noch nicht. Nee, der, ich weiß, warum der nicht wegfährt. Andi schiebt die ganze Zeit in die Kurve. Das war jetzt wieder Mist. Boah. Mein Gott, ich will Platz 11 oder Platz 10 wieder haben. Hallo. Scheiß die Wand an, ey. Wir haben erst die Hälfte. Ja. Ich habe auch ungefähr nur noch die Hälfte meiner Bereifung. Ach, du auch? Mhm. Da bist du ja noch gut dabei. Also vorne links ist fast komplett runter. Naja, bei mir noch nicht ganz. Ja, was heißt fast komplett runter? Also ein Drittel, so würde ich sagen. Habe ich noch übrig. Andi hat wieder überholt, das scheint aber Zeit gekostet zu haben. Mhm, aber richtig Zeit. Hat der mich wieder überholt? Ah, du Arschloch. Finde ich gut.
Wenn ihr euch da hinten streitet, steht ihr euch gegenseitig im Weg und ich komm weg. Ja, sicher, dann ist das ja. Nein! Der hat mich voll aus meinem Flavor gebracht. Sonnenbank-Flavor! Nein! Ach Leute, fahrt doch einfach mal in die Box, liebe KI. Wie werden damit? Die fahren ja nicht in die Box. Wieso? Letztens hat man auch aus und die sind reingefahren. Und mit den DTM-Autos unterwegs waren. Stimmt. Könnten sie doch jetzt wieder tun. Ja, hätte ich jetzt ja auch gerade nichts gegen, weil er geht mir nämlich gerade tierisch auf den Sack hier. Finde ich gut. Ach, kurz auf OBS geguckt und in die Wand gefahren. Wow! Ja, was guckst du denn auch auf OBS, wenn da eine Wand ist? Echt mal. Boah, jetzt bleib hinter mir, du Arschloch! Arschloch! Bleib nicht hinter ihm. Ärger den Ani ruhig noch ein bisschen. Echt mal. Der hat das verdient. Am besten so rausschießen, dass der ganz hinten auskommt. Ja? Meine Schwester ist wieder unterwegs. Ja, die hat eben nur ein Päuschen gemacht. Jupp. Lecker Muffin. Und wo ist der Bus? Na, ja, weiß egal, wo der Bus ist. Lecker Muffin. Hallo, ich kriege während des Rennens Muffin serviert. Soll mal einer was sagen? Mayo isst lieber, anstatt zu fahren. Na, ich bin eh Zwölfter und kann mir nur Mühe geben, meinen Platz zu halten. Ja, dann mach das doch wenigstens. Bin ja dabei. Während du isst? Ja. Okay, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht nebenbei mal eben was essen. Oh, ich kann hier auch mit, ich kann das ja auch mit einer Hand machen. Nee, also ich brauche in Project Cars brauche ich mein Lenkrad mit beiden hin. Echt? Ich nicht. Ich ja. Doch. In keinem anderen Spiel, aber bei Project Cars safe. Ja. Oder bei Formel 1 auch. Bei OMSI mit einer Hand kein Problem, aber hier. Da brauche ich beide Hände am Lenker. Ich habe den nämlich einmal weggenommen heute. Kleine dreckige. Mal diese Mimi, geht mir gerade auf den Sack hier. Mimi. Sicher, dass du nicht die Mimi bist, Andi? Ja, aber ganz sicher. Ab zurück ins Glied. Denn wer nicht einsam fahren will, der reißt den Scharen mit dem Unterschied. Ich weiß, dass der Idiot mir eine Sekunde kostet. Tja, ich weiß das auch, wenn ich unten links die Zeit erschaffe. Mancher Idiot kostet einen das ganze Leben. Wohl wahr. Aber Andi, du bist doch Dritter, ist doch gut. Jetzt sagt er mir, du hältst deine Position gut. Geh kein Risiko ein. Ja, heißt auf gut Deutsch, du sollst aufhören, Muffins zu fressen, sondern fahren. Der ist doch nur neidisch, weil er nichts abkriegt. Du Wichser! Siehst du? Da rammt er mich! Ja, hättest du keinen Muffin gegessen, wärst du vielleicht so weit vorne gewesen, dass er nicht rammen könnte. Ach, halt's Maul, Nick. Du weißt doch gar nicht, was hier hinten abgeht. Naja, mehr als bei mir vermutlich schon, aber genau kann ich es jetzt nicht sehen. Ja, man merkt, dass Gerd nicht da ist, der das Feld hinten ein bisschen aufhält mit langsam fahren und so. Ja, ich glaube, wenn Gerd wieder da ist, dann müssen wir wieder hier die Streetcar, also die, ja. Was waren das? Road, schieß mich. Road A. Und Road D. Mit dem Renault Megane und dem Focus. Road D. Ja, da hat Gerd ja gewonnen fast. Da hat Gerd richtig gerockt, ey. Da dachte ich mir auch, was ist denn jetzt los? Ja, alles, was nicht schneller als 180 fährt, beherrscht Gerd, ne?
Boah. Boah, klingt gut. Nee, es rutscht einem nur immer jedes Mal das Herz in die Hose, wenn er sich so langsam eindreht und man den gerade noch so fangen kann. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Weil das merkt man sofort, auch ohne Force-Feedback. Boah, was fährt der Kampflinie? Das ist eine Kampflinie in der KI. So, jetzt habe ich dich wieder. Juhu! Komm, jetzt lass mich innen vorbei. Naja, macht er natürlich nicht. Nee, mach immer schön die Tür zu. Ach so, Mario, kann man den Buchsenfunk lauschen? Das war nicht bei mir. Das war bei mir. Okay, dann halt Andi seiner. Ey, komm nicht. Nein. Die erzählen dem Andi doch eh nur Quatsch. Pushen, pushen! Bei Andi, pushen! Pushen, pushen! Juhu! Pushen, pushen, push harder! Ja. Ja, dann push doch mal. Ich soll nur pushen, ey. Dem geht's auch noch ganz gut. Ja, anders kommst du auch nicht an mich ran. Doch, du könntest ja mal bremsen. Zum Pushen. Ich hab mich gerade gedreht und 10 Sekunden verloren. Jetzt musst du auch mal was tun. Ja, echt mal, Andi. Mehr Freiheiten kann Nick dir nicht reinräumen. Ja, also ein bisschen Eigenleistung sollte auch dabei sein. Nee. Echt mal. Immer dieses auf andere verlassen hier. Klar. Ja, Andi immer. Andi verlässt sich auch darauf, dass der andere einem so vor die Nase fährt, dass er schubsen kann. Yep. Genau. Weil der Andi nämlich ein mieser Sausack ist. So. Ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Mit deinen Augen. Kann gut sein. Wie gesagt, ich habe 10 Sekunden verloren. Das war bestimmt ein Vater Morgana. Denk mal, wir sind in Dubai. Hüte, ja. Ja, hier sind die nicht selten, Andi. Oder dem Andi kommt einfach die Hitze nicht gut. Das kann auch sein. Naja, dazu kommt die Hitze noch im Auto. Da kann man mal ganz schnell fantasieren. Vielleicht. Hilfe, da ist die Strecke zu Ende. Okay, das war's. Oh, Lumpi gedreht? Hörst du auf zu schubsen? Schubs weiter, Kai. Weiter, der Andi braucht das. Kleine Drecksau, ey. Kleiner Martin, gehst mal wieder ganz schnell auf Platz 8 zurück. Deinen komischen Hybriden Aston Martin, was du da mal darstellst. Wow! Scheiße, ey, was mache ich denn hier in der Kurve? Jede Runde fahre ich hier raus. Aber hier machen sich die Reifen bemerkbar. Mhm. Bei mir auch. Ich kürze jetzt manche Kurven schon ein bisschen ab, damit ich nicht mehr rausgedrängt werde. Vorne habe ich fast nichts mehr.
Meine Reifen sind vollkommen fritte. Vorne links ist jetzt ein Millimeter, wenn es hochkommt noch. Ich werde jetzt hier Stück für Stück durchgereicht. Platz 9 kommt auch gleich von hinten angeflogen. Also mein Reifen vorne links, also generell auch hinten links. Linke Seite ist durch, rechts ist, geht noch. Musst du in die Box fahren? Rechts habe ich ungefähr Hälfte noch. Hälfte, zwischen Hälfte und Drittel, aber links ist, da ist weg. Scheiße. Jetzt verliere ich Zeit. Alter. Aua. Ich muss jetzt echt aufpassen, ich gleite immer hinten raus. Ja, ich schieb eher vorne rüber. Naja, es sind ja nur noch zwei Runden. Ja. Ah, ja. Oh, die Kurven, die ich eben mit voller Geschwindigkeit nehmen konnte, geht jetzt gar nicht. Kenn ich. Also ich habe auch deutliche Geschwindigkeitseinbußen an den Stellen. Ich sag ja, ich muss an manchen Stellen dann die Kurve früher nehmen und kürzen, damit ich... Ist euch schon mal was aufgefallen? Der Andi ist so ruhig. Gar nicht wahr! Nein, ja, jetzt! Ich hab das Gefühl, der hat... Ich hab das Gefühl, der hat den Nick... Verbremst! Ja, sehr gut. Und was damit... Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er dich im Visier hat, aber wenn er sich jetzt verbremst... Hat er auch tatsächlich gehabt. Also ja. 4 Sekunden waren es noch, weil ich mich da... kleinen Hurensöhne! Zweimal hintereinander gedreht. Ja, das ist das, was ich meinte mit Andi macht am Ende Fehler. Nick im Visier, verbremst und dann wird Andi unvorsichtig. Ja, aber ich dachte echt kurzzeitig, dass Andi mich noch kriegt in den letzten 2-3 Runden. Weil es waren nur noch 4 Sekunden und Andi hat noch so ein paar Zehntel gut gemacht. Ich schauke das hier nur noch. Also gerade jetzt so in den letzten 3, 4, 5 Minuten hatte ich echt ein bisschen Stress. Ja, meine Reifen, die machen das ja auch nicht mehr mit. Ja, und Andi, wie viel da? 4. Wow. Immer noch viel zu gut. Und dann fahren die ja in die Karre rein wie so ein paar Kranke. Bei der KI merkst du keinen Reifenverlust, ne? Nein. Ja. Die fahren ihre Linie wie in der ersten Runde. Hm. Ja, das ist schade. Ist das eigentlich beim zweiten Teil besser? Das weiß ich nicht. Oder bin ich noch nicht gekommen? Vorletzte Runde, ne? Mhm. Mann. Ich glaube, ich habe selten so wenig geredet wie im heutigen Rennen. Ja. Boah, Alter, rutscht der! Boah! Weil das ist wirklich, also im Vergleich dazu, ist GT3 Kindergarten. Ja.
Aber es ist geil. Also können wir auch öfter machen. Mhm. Ich hab einen Bremsweg wie ein Panzer gerade. Wie ein Panzer? Ich hab einen Bremsweg wie ein ICE. Du kannst auf der Stelle... Ja. Also, ich hätte gern einen Bremsweg wie ein Panzer. Ja, echt mal. Ich bremse gerade eher wie ein kompletter Konvoi. Der letzte schiebt. Mein Gott, ey. Ich glaube, Fuß raushalten und bremsen ist, würde besser funktionieren. Ja, Gefühl habe ich irgendwie auch. Also ich kürze die großen Kurven, kürze ich jetzt schon ab, weil ich kann die nicht mehr eng nehmen, ohne rauszufliegen. Der geht mir so weg, der Kerl. Ich muss sehr langsam fahren. Ja, in den ganz engen Kurven muss ich auch fast schon auf den ersten Gang runter. Okay. So extrem. Ja. Da muss ich sagen, bin ich mal gespannt auf deine Sicht. Einen ersten, das habe ich jetzt nicht. Der Toyota ist zwar klein und wendig, ne? Aber ein Reiskocher. Ja. Ja, das Problem ist, dass der so leicht ist. Der, wenn die Reifen nicht passen, der fliegt so raus. Der haut dich so weg, ohne... Ja, okay, gut, das kann natürlich sein. Da ist so ein Mustang natürlich schon ein bisschen was anderes. Ja. Last round! Ja, ich kann da vorne nichts holen. Ne, da gibt's nichts mehr zu pushen. Ich will Elfter bleiben, wenigstens das. Alter! Dafür wird's jetzt aber keine Punkte geben, ne? Nee. Nein! Ja, sag ich doch, ich muss zu viel bremsen. Jetzt zieht Platz 11 an mir vorbei. Wow, nein! Jetzt muss ich in den letzten drei Kurven noch wegkommen. Oh, wow, bei wem war das denn? Das ist meine Felge! Und? Ja! Oh, Alter, ey. Also, boah. Ich habe so krampfhaft an dem Lenkrad festgehalten, das ist irgendwie... Oh, komm, Das ist krass, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Lass mir Ruhe, ich will Platz 11 behalten, lass mir Ruhe, geh weg! Oh, Vierter. Alter, machen die mir jetzt Druck hier hinten. Von da gestartet, wo ich, ja, Vierter als Start, Vierter Ziel. Eine Scheiße verbrennt da drin. Ja, ich weiß, dass der drückt. Ich habe danach keinen Fehler mehr gemacht. Also ich würde behaupten, mich hättest du nicht mehr gekriegt. Und du? Ich wäre vielleicht nur noch ein bisschen rangekommen, aber sonst auch... Ja. Du nimmst mir Platz 11 nicht weg, du kleiner, dreckiger Mistköter. So. Boah. Alter, war das eng. Und damit endet der Katastrophenrennensonntag. Jo. In Dubai. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fahrt Andi kaputt oder auch einfach Let's Play Project Cars. Let's Play Andi ist vor Lumpi. Ja, genau. In diesem Sinne. Let's Play, ich bin vor Andi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.